Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge Let's Play World of Tanks. Und heute sehen wir den Panther 2 mit dem unfassbar merkwürdigen Rohr. Ich sag vielen Dank an Kaito001 für das Replay. Und das ist so ein Panther, den habe ich irgendwie immer so nicht auf dem Schirm. Weil ich mir denke so, ja, Panther kennt man ja, sieht man ja immer wieder. Aber den Panther 2 habe ich so in der Form das allerletzte Mal vor fast einem Jahr gezeigt, nämlich im August 2016. Zwischenzeitlich gab es dann nochmal den Panther 8.8, also den Premium, aber eben den hier ewig nicht mehr. Deswegen, ja, mal schön, dass er wieder da ist auf der Karte Karelien und dann noch als Top-Tier. Das ist natürlich ideal. So, mache jetzt, denke ich, ausnahmsweise mal dran. Also mache hier da auch mal die Teams auf. So, und nicht wundern. Eine Sache will ich für euch noch verändern, und zwar den Modus für Farbenblinde. Jetzt denkt ihr nicht, hoppala, der sieht nichts mehr. Nein, aber mir ist aufgefallen, dass das Rot doch ein bisschen matschig ist in Videos. Dementsprechend also hier jetzt den Farbenblindmodus. Sonst ist alles gut, keine Sorge. So, der AMX pinkt unfassbar aufgeregt. Er muss hier ja mit seinem Team angreifen, auch mal schön. Wir sehen gefühlt, wenn dann immer eher so das verteidigende Team. Also Angriff ist auch immer mal wieder schön. Da jetzt direkt den ersten Schuss rausgehaut, aber da hat er noch selber nicht durchschlagen. Auch der zweite geht daneben und er selbst bekommt hier ein bisschen auf die Mütze. Aber jetzt hat er endlich mal einen durchschlagen können. Wir sehen 223 Durchschlag mit Normal und 261 mit Premium. Natürlich hat er jetzt mit den Panzern an sich hier kein Problem. So, hier ist sehr viel an Gegnern. 5 Panzer an der Zahl, die er hier gesehen hat. Da muss er aufpassen, aber wenn er es hier clever macht, dann kann er da auch locker und gut arbeiten. Jetzt hier oben vielleicht nochmal wirken. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr den Kopf rausstreckt. Gerade der Panther, den kann man dann doch durchaus mal treffen. Die Hellcat da kritisch getroffen. Wenn teilweise einfach mal was nicht sieht oder sonstiges auf der im Replay. Es gibt auch einfach mal Replay-Bugs. Also gerade das mit der Hellcat zum Beispiel. Da jetzt nicht sagen, boah, der cheatet oder sonstiges. Alles ruhig. So, den Jagdpanther hat er da seitlich schön erwischt. Schießt nochmal blind dahin, wo er ihn zuletzt gesehen oder auch getrackt hatte. So, und da ist er jetzt auch schon zerstört. Das hat er gemacht. Das heißt, der ist nicht anders als abgefackelt. Sehr gut. Macht immer am meisten Spaß, wenn man schon die ganze Zeit lang nicht drauf schießt. Auf einmal ploppt unten so dieses Icon auf, wo es heißt, ja, Fahrzeug zerstört. Man weiß so, yippie. Den habe ich weggemacht. Mit einem feinen Brand. Und auch noch so lange, da weiß man, der hat richtig mal wehgetan. So geht jetzt hier auch, da muss er aufpassen. Der würde jetzt wahrscheinlich gern den Leuten hier in den Rücken fahren, also die hier drüben stehen. Aber hier hatten wir zuletzt den Scorpion G gesehen und jetzt da vorne sieht man ihn auch. So, und jetzt positioniert er sich so, dass der Scorpion G ihm hoffentlich nicht mehr trifft. Aber das Gegnerteam bekommt ihn jetzt natürlich da perfekt rein. Und da ist er jetzt wirklich sehr offensiv. Also sehr, sehr, sehr im Fokus des Gegners. Und ihr seht, der T-34-85M, der hat ihn hier auch auf dem Kick. Aber jetzt ist wenigstens fast jeder im One-Shot-Bereich. Ich würde jetzt an seiner Stelle eher mal die Leute abschießen, die ihn hier ganze Zeit B schießen. Und nicht so den mit dem Po zu einem, der noch gar nicht mitbekommt, dass da einer ist. Aber jetzt hat das da Gott sei Dank gut gemacht. Jeder hat so eine Packung bekommen. Hat auch ein bisschen Support vom Type 62 bekommen. Auch das war natürlich wichtig, dass er jetzt nicht alleine die ganze Zeit im Fokus steht. So, jetzt der Motor. Der braucht noch ganze 50 Sekunden, bis der wieder hergestellt werden kann. Besatzungsmitglied ist aber alles am Start. So, Scorpion G. Einer der beiden, die da eben stehen.
Dann könnte man auch ruhig HE laden. Kann man nämlich auch immer wieder gut mit HE beschießen. Und wir hören, der Motor, der macht es nicht mehr lang gefühlt. Finde ich eigentlich ganz gut, diesen Sound. Da weiß man, oh oh, der ist mal richtig hinüber. So, schöne Aufklärungsschaden jetzt auf den Scorpion G. 730 da bekommen. So, jetzt ist auch der Motor wieder hergestellt. Der T-44 kommt jetzt, und das ist jetzt nicht zu spät gewesen, denn der T-44 kommt jetzt mit voller Lotte angefahren. Dementsprechend so ein guter Motor, der ist da ab und an ganz wichtig, eben um sich da zu bewegen. Aber die M12A, die hat er jetzt schön unterstützt und den T-44 rausgenommen. 8:7 steht's. Immer noch ein wirklich knappes Gefecht. Also keine der beiden Seiten wirklich irgendwie in Führung liegend oder so, dass man sagen kann, jo, das geht in die eine oder andere Richtung. Aber den Scorpion G, den macht er ganz schön. Der Scorpion G, der verzweifelt hier am Panther. Und das ist dann doch eher was Seltenes, dass der Scorpion G mit seiner doch sehr guten Kanone da Probleme hat. Der andere, der will jetzt hier rumkommen, da macht es jetzt schnell, aber nicht schnell genug. Der Turm war da leicht zu beschießen und dementsprechend natürlich ein easy kill, brauchen wir nicht drüber reden. 9:8, aber immer noch unfassbar knapp das Ganze. So, die Arti bekommt jetzt auch so langsam so Lust auf den Panther. Und natürlich weiterhin für ihn das größte Problem ist der Scorpion G. Er könnte sich hier runter droppen lassen. Da geht er jetzt auf. Und leider kein Durchschlag. Aber er ist nicht aufgegangen dabei. Das heißt, er kann nochmal einen machen. Und der hat jetzt gesessen und der zündet ihn wieder an. Der nächste Brand für ihn in der Runde. So, jetzt kann er hier runterfahren und mal ein bisschen weiter vorrücken. Also mit dem nächsten Treffer, da kann er den dann auch einfach rausnehmen. Der Steyr Waffenträger aus seinem Team, der steht da immer noch fast innerhalb der Basis. Also der ist da jetzt keine große Hilfe, besonders für ihn, weil der Steyr da einfach nicht draufkommen wird, um großartig zu supporten. Ziemlich wahrscheinlich. Das heißt, auf den darf er sich jetzt nicht verlassen. So, da hat er jetzt... Oh nein, der Fall ballert dann noch. Aber er ist... Ja doch, er ist aufgegangen. Aber wie knapp war denn der bitte? Der eigentlich schon Free Kill. So, und jetzt kommt der KV-13 davor. 2 Minuten noch. Langsam wird es da hingehend natürlich auch etwas enger. So, der KV-13 macht jetzt den Scorpion nicht auf. Das ist ja kurios. Da jetzt und jetzt will sich er aber erstmal den T-37 annehmen. Sehr gut, den T-37 eine verpasst. Und der KV-13 konnte jetzt den Scorpion G rausnehmen. Langsam, aber sicher läuft es für sein Team. Kaum sage ich das, steht es wieder 10:9. Also, oh, und jetzt die Arti hier auch noch auf ihn drauf. Gott sei Dank für nur 97 Schaden. Weil so viel hat er einfach nicht mehr. So, der STRV-74 steht da hinterhalb des Steins. Auf den kommt er nicht drauf. Die Artis stehen da irgendwie auf A1 wahrscheinlich. So, und da fährt er jetzt mutig voraus. So, den STRV, jetzt kommt er endlich auf den drauf. Oh, aus der Fahrt, ganz knapp vor den KV-13, schön gemacht. So, und jetzt hier Arti. 1 Minute, letzte Minute läuft. Jetzt muss man natürlich ein bisschen Gas geben. Weil wenn jetzt irgendwie so eine Arti abhaut oder sowas und geht einem durch die Lappen, dann war es das. Oh, und jetzt hier auch nochmal der nächste Arti-Hit. Gott sei Dank, 219 Schaden nur. 96 hat er, das reicht noch locker. Den AMX hat er zwar gekettet. So, und hier kommt jetzt die Lorraine an. Lorraine probiert es hier, ihn zu rammen. Rammt ihn auch weg, aber das war genau der letzte Kill. Und damit hat es auch gereicht. Und wir haben in Summe eine Runde mit 5.458 Schaden gesehen, wovon der Brand eben einiges war und der Blind Hit. Ansonsten
1582 XP. Ich glaube, das kann man mal lassen. Besonders mit diesem dicken, langen Rohr muss man erstmal umgehen können. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.